Partnerwahl ist ein evolutionärer Selektionsprozess. Evolution durch natürliche Auslese, die hat natürlich keinen moralischen Zweck und sie arbeitet auch nicht auf das Ziel der Glückseligkeit hin. Sie beschreibt lediglich, wie sich physische und psychische Merkmale verbreiten, wenn sie einem Organismus dabei helfen, seine Gene weiterzugeben. Der Wunsch der Frauen nach kräftigen, nach dominanten Männern, der war bereits vor der Entwicklung des Homo sapiens eine erfolgreiche Methode, eine Methode zur Weitergabe von Genen und damit natürlich auch den Erhalt des Lebens. Mit anderen Worten, wir suchen uns nicht aus, was wir attraktiv finden, so wie alle anderen Tiere das auch nicht tun, deren Gehirne ebenfalls ein Produkt der Evolution sind. Und noch anders formuliert, die Natur kümmert sich nicht um persönliche Befindlichkeiten oder sowas, sondern ist allein um den Erhalt des Lebens bemüht. Die Tatsache, dass Frauen Männer bevorzugen, die sie dominieren können, bedeutet also nicht zwingend, dass Frauen dominiert werden wollen. Naja, zumindest haben sie verständlicherweise emotionales Unwohlsein dabei, dies einzugestehen. Der genetische Gewinn aber, der sich im Laufe der Evolution aus der Zeugung von Nachkommen mit solchen Männern ergibt, der ist einfach mal größer als die emotionalen Kosten, die entstehen, wenn sie von ihnen dominiert werden. Außerdem, während der fruchtbaren Phase, da ist die weibliche Präferenz für genotypische Machtmänner, modern sprech, also für toxische Männer, am ausgeprägtesten. Auch das ist empirisch belegt und nix, worüber man sich beschweren kann. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen aus dem Video. Lass es mich gern wissen, wenn dir irgendwas einfällt. Und komm in meinen Premium-Bereich, also in meinen inneren Kreis. Das kostet aktuell nur 1 Euro. Und ja, dort gibt's dann weiterführenden Stoff. Ich danke dir fürs Zusehen. Beste Grüße. Ciao, ciao.